Hallo, mein Name ist Matthias Gastel und ich lade Sie ein, mich während einer Berliner Sitzungswoche zu begleiten. Kommen Sie mit. Also, manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn man nicht früh genug kommt, einen Abstellplatz fürs Fahrrad zu finden, weil der Radverkehr, der boomt inzwischen in Berlin. In Sitzungswochen komme ich gegen 8 Uhr ins Büro oder nehme den ersten Termin wahr. Dann habe ich von zu Hause aus bereits Zeitungen gelesen und meine Mails bearbeitet. Montags bereite ich gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Berliner Büros die Woche vor. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, warum ist das Plenum eigentlich immer so unbesetzt? Ja, die Frage wird häufig gestellt. Vielen Dank. Es ist so, dass in der Regel bei den meisten Debatten im Plenum die Fachabgeordneten da sind. Das heißt, wenn über Außenpolitik diskutiert wird, sind diejenigen da, die sich mit Außenpolitik beschäftigen. Wenn es um Verkehrspolitik geht, dann sind die Abgeordneten, die beispielsweise ich, anwesend. Es gibt viele Termine, die gleichzeitig stattfinden, sodass die Abgeordneten eben nicht alle gleichzeitig im Plenum sitzen können. Okay, ihr Lieben, ich glaube, ich darf euch jetzt herzlich begrüßen zu dieser AG-Sitzung, die früh beginnt, weil die Tagesordnung sehr voll ist. Wir waren alle wieder sehr fleißig, 10 kleine Anfragen und ein Positionspapier. Von der AG geht es jetzt weiter in den AK. Dort sind die Abgeordneten zusammen, die für die Bereiche Umwelt, Naturschutz, Wohnen, Energie, Landwirtschaft, Tierschutz und eben Verkehr zuständig sind. Besonders interessant ist für mich, dass heute sehr viele kleine Anfragen aus meiner AG hier beschlossen werden und ein Positionspapier zur Radverkehrspolitik, das in meinem Büro geschrieben wurde. So, der AK läuft noch. Es sind jetzt aber alle kleine Anfragen aus der AG Verkehr und digitale Infrastruktur beschlossen worden. Auch das Positionspapier zur Verkehrspolitik. Darüber bin ich jetzt natürlich sehr froh. So, jetzt geht's wieder weiter. In der Fraktionssitzung können die Abgeordneten kurz aus ihren Fachbereichen berichten. Es werden Anträge beschlossen und festgelegt, wer im Plenum zu welchem Thema reden darf. Außerdem wird geklärt, wie wir zu welchen Themen abstimmen. Ja, ein Gutteil der Arbeit von uns Bundestagsabgeordneten ist natürlich auch die Meinungsbildung. Dazu hatten wir gestern als Grüne Bundestagsfraktion ein Fachgespräch zum Thema Digitalisierung im öffentlichen Verkehr. Morgen bin ich beim ADFC und beim Bund Deutscher Omnibusunternehmen. Und jetzt gehe ich zu einer Veranstaltung des Rhein-Main-Verbundes, um mich auch über Ideen zum öffentlichen Nahverkehr zu informieren. Nach dem Ausschuss fuhren wir zur InnoTrans, einer Fachmesse für Verkehrstechnik. Wir haben die Deutsche Bahn und verschiedene Softwareentwickler besucht, sowie uns auf dem Außengelände durch neu entwickelte Züge führen lassen. Und Sie liegen jetzt falsch in all Ihren Beurteilungen des Bundesverkehrswegeplans. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die sich auf den Schienengüterverkehr bezieht, der in Deutschland nur einen Anteil von 17% hat.
Sorgen Sie dafür, dass das Thema Deutschlandtakt endlich zum Zuge kommt, für attraktive Fahrpläne, für verlässliche Umsteigezeiten, damit mehr Fahrgäste mit dem Zug unterwegs sind, damit das Klima geschont wird und damit die Ressourcen nicht mehr so verschwendet werden wie bisher. Ja, in dieser Woche war es wie so oft. Ich habe freitagnachmittags noch Termine und fahre erst jetzt am Samstag nach Hause. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Einblick in eine Sitzungswoche im Berliner Politikbetrieb. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Tschüss.